Kiste, Holzbett. Eine Kiefer. Holzbett. Platzieren wir da jetzt erstmal. Platzieren. Irgendwie hat man ein bisschen wenig Privatsphäre in so einer Hütte, wa? Nein, ich hatte gerade so, wie ich es haben will. Scheiße. Jetzt. Okay. Also du kannst Objekte platzieren, die du in deiner Kiste drin hast. Ja, ich weiß, bin ich gerade bei. Ja, ich habe das gerade erst rausgefunden. Und wenn du die platziert hast, dann stehen die auf dieser Liste drauf und dann kannst du die auch wieder zurück in die Kiste schicken. Wenn du das gern möchtest. Ich habe noch eine Kiefer. Die werde ich aber draußen platzieren irgendwo. Damit es wohnlicher aussieht. Packen wir die denn mal hin? Ich würde sagen, die packen wir hier vorne neben den Garten, oder? Hast du einen Garten zum Pflanzen? Ja, habe ich. Der ist nur hingekriegt. Sag ich ja, du musst, wenn du oben auf diese Landschaft gehst, ganz links, das Objekt, ja. Dann kannst du in der Mitte das Haus aussuchen und daneben kannst du die Parzellen aussuchen. Und da kannst du halt, unter anderem habe ich jetzt einen Garten, Reliktenausgrabung. Herstellungskiosk und Grillgrube. Ja. Nee, Garten. Heißt das einfach nur. Ich hätte gern so einen Elite-Garten. Voll awesome. Was braucht man denn dafür? Brauchst du einen Bausatz für? Bausatz für Elite-Garten. Basisstufe 47. Kompetent für den Bau eines Gartens auf deinem Grundstück. Schade. Das heißt, das muss man auch wahrscheinlich wieder kaufen. Aber mich wundert ja, dass man irgendwie keinen Briefkasten irgendwo hinpflanzen kann, ne? Vielleicht sehe ich es auch einfach nur nicht. Algofels? Ne. Biotop Celista. Boah, krasse Sache. Duellarena. Eisteich. Gruseliger Friedhof. Mini-Biotop. Geil. Problem ist, ich habe keine Kohle. Du kannst dir sogar ein fucking Riesenrad in den Dick stellen. Ja. Außen ich hab kein Geld, das ist mein Problem, Alter. Okay. Ich guck gerade nach. Geil, ein Granok-Anhänger. Das ist ein Wohnwagen-Trailer von den Granok. Sehr geil. Geile Sache. Oh Mann, ey. Was ein Schrott alle da gibt, ne? Tiki-Lounge, Treffpunkt für süßes Date. Oh! Verkaufsautomaten noch nicht implementiert. Ja, danke. Ja,
habe ja einen Herstellungskiosk gebaut, ne? Aber da ist kein Briefkasten und kein Bankfach bei. Das ist echt ein bisschen kacke. Also du kannst hier produzieren zwar, aber da ist noch nicht so, dass das Nonplusultra bei. Stelle jeden Werteboost her. Sowas vermisse ich ja momentan noch hier, aber ansonsten sehr nice eigentlich. Die Idee ist vor allem saugeil. Ich komme nicht mal besuchen, ne? Hast du mich eigentlich auch als Dings angegeben? Als Mitbewohner? Ich glaube, dann kannst du theoretisch auch noch Sachen da ändern, kann das sein? Weiß ich nicht. Du hast aber einen leeren Garten. Alter! Das ist ja geil! Was denn? Hier, der Kristalldingens. Wo hast du den denn her? Hast du dir den gekauft? Vorhin. Coole ich sagte doch, Sache. Das ist geil, das Teil. Voll geil. Richtig awesome! Da kannst du richtig hochfliegen, ne? Wie. Ja, wie in dem normalen. Ey, geil, hier wächst sogar was. Plüschtier. Ist das deins? Ein Plüschtier? Herausforderung beginnt. Ach, lol. Das ist eine Herausforderung, wenn du den annimmst. Aber ich weiß nicht, was die bringt. Kannst du nämlich nach ganz oben springen, glaube ich, oder? Erklimme die Speerspitze. Hier ist sogar nochmal einer unten. Hier ganz oben, meine ich. Nein! Nein! Glück gehabt. Bin nicht gestorben. Wo ist das scheiß Plüschtier? Es lag direkt am Fuß des Berges, aber ich bin zu scheiße gerade, um da hochzuspringen. Ich fall die ganze Zeit wieder runter. Du scheiß Lacker, ne? Staubst dir sowas Geiles wieder ab für deine Bude. Hätte ich echt gerne gehabt. Das ist das Raumschiff? Ja. Ich geh mal rein und guck mir das mal an. Da nicht viel drin. Ja, ich auch nicht. Leute, wo ist denn das Raumschiff her? Alter. Hm? Frick! Sowas Geiles hab ich noch nicht. Dafür hast du einen Garten, den ich warte mal brauchen könnte. Nicht bestanden. Warte mal. Na! Na gefallen. Ah, cool. Also ich kann auch hier drauf bauen, wenn ich das richtig sehe. Auf deinem Gelände, weil wir ja angegeben haben, dass wir Freunde sind. Echte Freunde! Und so. Hast du noch Kohle für den Garten? Bist du bereit für eine Portion altmodische Gewalt? Dann bist für du Garten? Auf der richtigen Tafel gelandet. Mhm. Ach so, dass ich dir einen Garten kaufe? Nee, macht keinen Sinn. Ah, warte mal. Nee, geht auch gar nicht. Warum macht das keinen Sinn? Nee, weil ich nichts bauen kann da. Dafür hast du keine Berechtigung. Ich kann wohl Gegenstände platzieren, beziehungsweise sehen, welche du platziert hast. Ich weiß auch nicht, ob ich die abreißen kann. Ich reiß mal die Kiefer ab, mal gucken, ob das geht, ne? Setz ich dir sonst gleich die wieder hin. Wo hast denn du so ein holographisches, eldanisches Relikt her? Du bist so eine Schlampe, weißt du, ständig so geile Sachen. Edition. Schlampe. Schlampe. Guck mal in dein Inventar. Also den Baum konnte ich abbauen und kann ihn jetzt auch wieder pflanzen. Ne, pflanzen doch gar nicht. Ich weiß schon, dass du auch die Deluxe Edition hast, dass du den ganzen Kram damit bei hast. Ich kann aber nicht platzieren, also ich kann nur abreißen. Wie, ich habe auch so viel Schrott. Ich verbrauche dies, um das vergoldete Sammelmodell der Hazard-Preise. Dieser Gegenstand für die Heimverschönerung beschert einen mittelstolzen EP-Boost. Okay. Wie kann ich denn das Haus verlassen hier komplett? Einfach da über diesen Dings, ne? Über den Teleporter. Bronzerang verliehen. Cool, da kriegst du Plüschtier für. Gekrümmter Alkoholfelsbaum. Ruhm. Oder. Farbstoffsammlung. Ich will die Bäume haben. Dann mache ich das gleich auch nochmal. Ist hier dein Briefkasten in der Nähe? Weißt du, kommt mich jetzt schon zurück.
gekrümmter Algolfelsbaum. Ich pop mir jetzt schon zurück. Und was ist? Gildenbank? Bankier? Okay, dann gehen wir da mal hin. Sieht aber cool aus hier. Das ist, glaube ich. Und von oben runter springen. Oder irgendwie sowas. Flatsch. Boah, ich bin gestorben auf meiner eigenen Insel. Du Noob? Nächste Holo-Gruppe wiederbeleben. Gut, dass sie drin. Mach ein paar Steigübungen. Totenstarre ist nicht gut für die Gelenke. Alter Bierkrug. Deko-Objekt. So. Wo mal Geld holen, ne? Und ich hab noch einen Arsch voll Samen. Ah! Hat Samen gesagt. Ich auch. Ganz ordentlich. Aber wie gesagt, das ist zeitabhängig, diese Dinger. Von daher. Mehr so. So. Jetzt bin ich hier. Was habe ich denn noch? Also, das habe ich jetzt. Beutel des Großartigen habe ich. Was ist das? An Charakterbinden. Bestätigen. Da müsste ich jetzt einen Brief gekriegt haben oder ist das direkt überwiesen worden? Da. Vergötteltes Modell Hassaroda. Okay, das müsste dann alles sein. Dann wuppe ich mich mal zurück, wa? Warte mal, wie geht denn das? O und dann suchen? Nee. Teleportier dich zu deinem Haus. Unidentifizierter Fehler 15. Na toll! Juhu! Hey, ich würde gerne mein Haus besuchen. Your house is a lie. Och, Menno. Hast du schon gesehen, wo die Händler dafür das Zeug sind? Nee, du. Nee, kann ich gleich nochmal gucken. So, dann müsst ihr ja jetzt wieder in der Kiste was drin haben, ne? Ah, hab ich sogar. Alter Bierkrug, den stelle ich mir jetzt erstmal auf den Tisch im Haus. Der Eingang ist aber nicht schön. Ich will einen neuen haben. Nein, den wollte ich ja gar nicht. Ich wollte den haben. Geil. Was ist? Man kann die Größe des Kruges ändern. Nein, sag nicht sowas. Awesome. Platzieren. Jetzt gehen wir Geld farmen, um Klamotten in unser Haus reinzustellen. Schon ein bisschen übertrieben, oder? Wir haben Post.